Liebe Aliens, liebe Hitzegeschädigten, ich gehöre auf jeden Fall zu. Hitze kannst du weglassen. Really? Ja, Freunde, wenn ihr wüsstet, ne? Dann wüsstet ihr mehr, sag ich euch. Das ist auf jeden Fall obvious, like. Ich schon mal erinnert, dass ich dich nicht mag. Hab ich im Podcast schon erwähnt, dass ich dich nicht mag? Ja, doch auch schon. Echt? Mehrfach. Also fast schon traurig. Sag mal, ja, wenn du das traurig findest. Ja, so ein bisschen schon. Weil liegt ja meistens an dir. Ja, ist klar. An wem sonst? Ja, deswegen. An wem sonst, wenn nicht an dir? Hast du die Frauenfußball-Europameisterschaften mitgekriegt? Nur das Ende. Und auch nur vom Hören so. Jetzt war vollkommen. Das interessiert mich ja nicht so. Ja, gut, deswegen habe ich ja gefragt, ne? Captain Obvious ist wieder am Start. Jetzt nur mal weg davon, wer gewonnen oder verloren hat. Da ist eine Fehlentscheidung, oder es ist eine Entscheidung nicht getroffen worden, die für eine Mannschaft gewesen wäre. Gut, in dem Fall die Deutsche, ne? Ich bin Deutsche, kann man jetzt mehr ankeilen, wie man will. Ist mir auch egal. Ich will da eigentlich relativ objektiv drüber sprechen. Wo ein klarer, zumindest von den Bildern, den ich gesehen habe, ich habe auch schon andere Stimmen gehört, aber ich finde, das hat das ZDF, hat die ARD gut gezeigt mit den TV-Bildern, ein Regelverstoß gegangen, wo es hätte Elfmeter geben müssen. Keine Ahnung, 38. Minute oder whatever. Soweit so Grundvoraussetzung. Jetzt haben wir seit, wie lange haben wir jetzt den VAR, also den Video Assistant Referee? Keine Ahnung, seit 4 Jahren, 5 Jahren, 6, ich weiß es nicht, den haben wir jetzt auf jeden Fall. Und jetzt haben wir, oder angeblich, anders gesagt, wurde das überprüft. Und obwohl du das siehst, dass es nicht die T-Shirt-Grenze, die das Handspiel definiert seit letztem oder vorletztem Jahr, gesehen, dass das ganz klar mit dem Arm gespielt wurde. Und jetzt als anderes Beispiel, wenn das ein Tor gewesen wäre und da hätte eine Deutsche gestanden und die hätte den Ball damit abgefällt, wäre das Tor nicht gegeben worden. Weil das Handball, egal ob absichtlich oder nicht, das Tor wird dann automatisch nicht gegeben. Jetzt ist der Elfmeter, also der Regelverstoß, nicht geahndet worden. Selbst mit VAR. Jetzt, meine Frage, oder besser gesagt, muss man da vorgehen, beziehungsweise erstens darf man sich darüber aufregen, ne, jetzt nicht so wie die Bild und so immer, aber muss man sich vielleicht da sogar darüber aufregen und die UEFA, also die von der Europameisterschaft der Kopfverband ist, darüber kommt die FIFA, für Leute, die sich nicht mit Fußball auskennen, hat mit dem Champions-League-Finale in Paris schon Scheiße gemacht, wo teilweise Fans mit gültigen Tickets mit Wasserwerfern und ich glaube auch Pfefferspray verjagt wurden, weil da Chaos geherrscht hat. Und beim Europa-League-Finale der Herren, also Champions-League-Finale der Herren und beim Europa-League-Finale der Herren, gab es in dem Stadion, ich will jetzt nicht lügen, war das oder was, das Halbfinale, da gab es für das komplette Stadion, für keine Ahnung, 30.000 Leute oder so, nur einen Wasserverkauf, weil alles andere ausgefallen ist. Also die UEFA hat dieses Jahr schon extrem viel Scheiße gemacht, was Veranstaltungen angeht. Und jetzt dieser nicht gegebene Elfmeter, beziehungsweise dieses Nicht-Ahnden eines externen Video-Referees, der im Europameisterschaftsfinale der Frauen. Und jetzt hast aber jetzt viel aufgetischt. Ja, naja, ich wollte die Fehler der UEFA halt mal, alleine was dieses Jahr passiert ist. Mir geht's nur um den Elfmeter. Alles andere spielt keine Rolle. Das war nur um das klar zu machen, dass die UEFA aktuell, ich meine, ne, Fußballveranstalter und so, aber sind ja, ne, WM Katar und so eh fragwürdig. Aber
dass die UEFA sich ja nicht mit Ruhm bekleckert hat. So. Das wollte ich nur breitreden. Ja. Ich wollte den Satz zu Ende bringen. Muss man da vielleicht als Verband sogar, gut, jetzt sind es nur die Frauen in Anführungsstrichen, bla bla bla, kann jetzt sich jeder seine dummen Sprüche sparen oder auslassen, wie er immer möchte. Aber muss man da dann nicht auch irgendwann mal Konsequenzen sehen? Und die Frage stelle ich jetzt so, weil ich habe halt alles andere vorausgesetzt. Da ist halt wirklich, was die UEFA gemacht hat, viel schiefgelaufen dieses Jahr. Und ich finde, dass man extrem ins Gericht mit der UEFA gehen muss. Und gut, jetzt, ne, viele werden wieder sagen, schlechter Verlierer, bla bla bla. Aber auf der anderen Seite machen wir uns nicht vor, wenn das für die Engländerin gewesen wäre, wie groß wäre der Aufschrei da gewesen, gerade weil die Europameisterschaft in England war. So, also, und ich finde halt einfach, wenn man solche Mittel hat, wie den VAR und den dann auch noch anpreist und bla bla bla, ja, das muss gesehen werden. Also, das ist ein klares Handspiel. Ich habe schon Elfmeter und Handspiel für deutlich weniger gesehen als das. So. Fange ich mir erstmal vorne an mit diesem Elfmeter-Thematik. Also, es wäre jetzt nur ein Elfmeter bei rumgekommen, oder? Wahrscheinlich wäre auch noch gelb oder so mit rum. Ich kenne jetzt die Regeln nicht. Es wäre eine Karte bei rumgekommen, es wäre halt. Ich will jetzt nur ausschließen, dass es um ein Tor ging. Das weiß ich jetzt nicht. Na gut, es wäre halt ein Tor gewesen. Wenn der Arm nicht da gewesen wäre, wäre das halt ziemlich sicher ein Tor gewesen. Oder halt dann ein Elfmeter. Also klar, das war auf der Linie. Per se muss man ja davon ausgehen, dass der Arm ja nun mal da war. Das heißt, es ging jetzt erstmal darum, ob es einen Elfmeter gegeben hätte oder halt eben nicht. Genau. Und beziehungsweise es hat den Elfmeter nicht gegeben und weil, wir reden ja jetzt darüber, ob oder. So, dann frage ich mich als allererstes erstmal, wenn die sich das jetzt eingestehen würden, würde das jetzt an dem Ergebnis irgendwas ändern? Nein. Ich verlange auch nicht, dass es wiederholt wird oder so. Ich finde nur, gerade auf alles gesehen, was passiert ist von der UEFA, dass man halt unbedingt mal Konsequenzen ziehen muss. In welcher Form auch immer der DFB das kann, als Unterverband, aber oder als Verband, der dem größeren Verband angehört. Es ist halt gerade dieses Jahr, und das ist wahrscheinlich nur, wo es laut wurde, wahrscheinlich ist es schon öfter passiert, aber es ist so viel Scheiße passiert. Dann hat man diesen ungeliebten VAR, der ja auch von den Fans und so nicht gemocht wird. Dann hat man diese Möglichkeit und das Fernsehen kann dir Bilder zeigen und das hat ja nicht andere Kameras als das Weltfeed, als der VAR, die öffentlich-rechtlichen. Dann siehst du, dass es ein ganz klares Handspiel ist und es wird nichts geahndet. Finde ich. Haben die sich das denn überhaupt angeguckt? Oder? Naja, angeblich schon. Ich habe es jetzt in der Live-Übertragung nicht mitgeschnitten. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich habe nebenbei gegessen. Ich war dann mal eine rauchen und was weiß ich nicht. Angeblich haben sie es nicht angeguckt. Ich habe es im Live-Feed nicht mitgekriegt, dass es angeguckt wurde, was aber auch nichts heißt. Also ich sag mal so, zum einen, es ändert ja an dem Ergebnis nichts. Das aber, weißt du nicht. Ein Elfmeter ist zu 75 oder 85%iger und ja, aber jetzt im Nachgang werden sie ja nicht das Spiel. Im Nachgang werden sie nicht das Spiel. So, ich meine, es wäre schön, wenn sie sich deswegen eingestehen würden und sagen würden, hey, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, was auch immer. Ja, und wir müssen uns verbessern oder so. So eine Floskel würde schon reichen. So, damit sie zumindest zeigen, okay, es ist aufgefallen und es ist klar und da ist ein Fehler passiert. Das wäre zumindest wünschenswert, sage ich mal. Auf der anderen Seite muss ich aber wirklich auch dazu sagen, ich halte ja von Beginn an nichts von diesem Teil. Ich bin der Meinung, zum Fußball gehört der Schiedsrichter dazu und was der Schiedsrichter nicht sieht, sieht er nicht. Das ist alles Teil des Spiels, fand ich. Und diese Videobeweis-Thematik, dass man das dann sich während dem laufenden Spiel und was weiß ich wie anguckt. Nee, gut, aber ich muss ja gleich eingrenzen. Das ist deine Meinung. Aber das interessiert mich. Ja, ja. Weil Fakt ist jetzt, dass wir den VAR haben, der genau dafür da ist. Ich wollte ja nur mal meine Meinung zu dem. Ja, aber die macht ja nicht viel Unterschied zu
Ja, ich wollte nur Stellung beziehen, was ich darüber sowieso denke. So. Für die Thematik als solches ist es unerheblich. Das ist natürlich klar, weil wir haben nun mal diese Thematik, also dieses Gerät oder die Möglichkeit, beziehungsweise die Schiedsrichter können sich das dann zu Gemüte führen. Ja, die Frage ist dann auch immer, was guckt die sich an und in welchem Rahmen? Das siehst du ja selber auch oft gar nicht. Also manchmal zeigen sie ja hier irgendwie, was die sich da gerade so aktuell angucken, aber dann hörst du sie ja auch nicht reden, nichts. Also ich finde das alles ein bisschen schwierig sowieso damit. Und dann ist es für mich auch nicht ganz klar, wann gucken sie und wann nicht. So in der einen Situation gucken sie und in der anderen, die für mich dann zum Beispiel nicht so ersichtlich war oder die ich nicht so nachvollziehen konnte, auch mit den wenn sie dann im Nachgang aus verschiedenen Winkeln das in der öffentlichen zeigen und so, dann sitze ich auch immer noch da so, ja, okay, könnte nicht. Da gucken sie dann aber wieder gar nicht. So, also, ich finde es schwierig, wie dieses Ding verwendet wird. No, und dann, was willst du jetzt den Schiedsrichtern nachsagen? Jetzt können die natürlich behaupten, nee, gut, das haben wir so nicht gesehen. Weiß ja, ich ja nicht. Nee, warte mal, also, liebe, können sie nicht, weil dafür hast du verschiedene Bilder, die auch gezeigt werden. Punkt 1. Punkt 2, die Schiedsrichterin war grundsätzlich schlecht, aber es waren... Okay. Ja. Ich hab kaum gute Schiedsrichterinnen gesehen. Bei der Frauen-WM muss ich fairerweise sagen, ich fand die alle sehr... Ja, vielleicht die mangelnde Erfahrung vielleicht, weiß ich nicht. Naja, gut, die haben Frauen-Europameisterschaft und was weiß ich nicht Landesligen und Champions League Siegen und was weiß ich nicht, gibt's ja mehr als genug. Also auch bei Frauen, und das pfeift ja meist Frauen, es gibt ja sogar Frauen, die, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber nee, kann ja nicht eine Engländerin gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war eine Engländerin, die auch in der englischen Liga pfeift, aber nee. Wobei die war nicht gut. aber ja, die Frauen waren alle nicht gut. Wobei auch Männer haben in der letzten Zeit nicht die besten Schiedsrichter. Ja, da wollte ich ja gerade auch kommen. Also man darf es ja auch gar nicht mal so differenzieren zwischen Männern und Frauen, weil auch bei den Männern genug Hiopais rumrennen, die ja einen Scheiß pfeifen, noch und nöcher und so. Ja, ist ein schwieriges Thema, weil, weiß nicht, also kann man sich rausreden damit, dass sie sagt, sie hat es nicht so gesehen? Weiß ich nicht. Auch mit diesem Videobeweis. Ich habe keine Ahnung. So, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, genau dafür ist es da. Und wenn das sogar die Öffentlichen genau erkennen konnten, dann muss das Teil ja auch das so gut erkannt haben, dass du 12:2 sagen konntest, das war Hand. So, und wenn es Hand ein war, Mensch, der sich das anguckt, ne? Naja, also, deswegen so. Und wenn ich denn da jemanden habe, der sich das anguckt und 12:2 erkennbar ist, das ist Hand, warum stimmt man denn da nicht für, beziehungsweise warum kam das Ergebnis bei rum, was da rausgekommen ist, und spätestens da hätte UEFA und so sagen müssen, hier ist Scheiße passiert. So, und das ist so mein größtes Problem damit. So, dass sie einfach nicht sagen, wir haben jetzt begriffen, okay, oder wir haben festgestellt, da ist Scheiße passiert, da müssen wir was dran ändern. Und genauso ist es mit dem ganzen anderen Kram. Als ob es Fußballspiele erst seit gestern gibt. Wie kann es sein, dass da Leute mit Wasserwerfern abgesprüht werden und. Warum herrscht da überhaupt Chaos? Das ist ja... Ja, das weiß ich nicht. Da habe ich tatsächlich auch im Nachhinein nichts mehr drüber gesehen, aber ich habe das live gesehen. Und die, war das auch ARD oder war es ZDF? Ist auch egal. Aber die Kollegen haben das halt aufgenommen und die Kollegen, also Kollegen, nicht damit jetzt irgendeiner kommt, aber in Form von Leuten, die reden, nicht von irgendwas anderem, haben das halt auch aufgenommen. Und die haben halt auch vor Ort einen Reporter gehabt, der das auch nochmal aufgeschlüsselt hat. Und das war wohl eindeutig Versäumnis der Veranstalter. Gut, jetzt gesagt, die UEFA, der Veranstalter ist die Stadt Paris oder wem auch immer denn das Stadion gehört und bla bla bla. Nee, genau. Gut, anderes, bisschen anderes Thema, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert nicht, dass die Frauen verloren haben. Ja, ich hätte es den Frauen gewünscht oder ich fand es gut, weil die waren auch bis dahin, haben sie nur ein Gegentor gekriegt und jada. Aber im Prinzip ist mir geht Fußball so am Arsch vorbei tatsächlich seit ein paar Jahren, dass es mich nicht interessiert. Ich muss aber sagen, gerade weil diese Thematik mit VAR und auch viele Fans und so
das ja auch gar nicht mögen und so. Ich bin tatsächlich ein Freund davon, weil das macht den Sport meiner Meinung nach gerechter. Wobei ich auch deiner Meinung bin, es gibt leider keine klare Linie. Das muss geändert werden, ganz dringend. So ein bisschen wie im Football. Wobei man da ja fairerweise sagen muss, gibt es auch keine klare Linie, aber da gibt es ja Regeln, dass, weiß ich nicht, ein Touchdown muss angeguckt werden und, weiß ich nicht, das und das Play muss angeguckt werden und was weiß ich nicht. Klar, deswegen gibt es immer noch Flaggen, also Fouls im Prinzip, die falsch geahndet werden. Die wirst du wahrscheinlich, weil dafür sind es Menschen, die wirst du nie wegkriegen. Aber es gibt so wichtige Entscheidungen wie ein Tor oder beim Football halt der Touchdown. Da musst du halt nachgucken und das ist halt, ich habe leider jetzt gerade auf YouTube die ganze Zeit mal gesucht, ich finde es leider nicht, dass das ARD hatte zwei oder drei Perspektiven. Du hast eine in oder hinter Tor, die Kamera liegt im Tor, aber das heißt glaube ich hinter Torkamera, da sieht man es nicht wirklich, zumindest nicht, wovon der Ball wegkommt und was er berührt, aber das ARD hatte eine Kamera und das hat ja dann auch die Weltregierung und damit dann auch die UEFA, ich hatte Weltregierung gesagt, Weltredaktion, nee, hier, wie heißt denn das? Die Bilder halt raus sind. Mein Gott, Alter. Ist doch egal, der Übergang der Welt, der UEFA. Und das war halt so ein klares Handspiel. Und dann noch mit dem, was da vorher passiert ist. Meiner Meinung nach, und ich habe keine Ahnung, wie das vertraglich, ob es da, ne, weiß ich nicht. Aber ich finde, nicht nur, dass sich die FIFA ja jetzt auch erlaubt mit dieser WM in Katar, ja, wir sind ja so aufgeschlossen und jetzt würde ja, weiß ich nicht, das war glaube ich vor einem Monat, wo dann Homosexuellen und anderen LGBTIY plus oder was auch immer das dann mittlerweile gibt, schon, ich kenne die Ausdrücke nicht, gesagt wird, sie sollen in Katar, wenn sie anreisen, auch bitte nicht in der Öffentlichkeit knutschen. So viel zu, wir sind ja für alles, anderes Thema. Finde ich, müssen halt die Dachverbände, sei es der DFB oder in England die FA, ich weiß nicht, wie der in Spanien heißt, ich weiß nicht, wie der in Italien heißt, muss da einfach mal die Klappe aufgetan. Wenn jetzt gar nicht wegen dem Handspiel, das Handspiel ist nur so, das ist halt das Neueste, das ist das Frischeste, das war jetzt vor 3 Tagen, so ungefähr, circa. Und ich finde einfach, dass der muss nicht so die klare Linie geschaffen werden, sondern da muss auch eine andere Qualität geschaffen werden. Weil erstens muss sowas gesehen werden, jetzt gar nicht mal von der Schiedsrichterin auf dem Feld, weil das war sehr tumultig im Strafraum vor der Linie, da standen gefühlt alle, also gefühlt 22 Spielerinnen und so. Aber der Videoreferee muss das sehen. Also es gibt wirklich, ich glaube, niemand, der objektiv das guckt, der sagt, das darf übersehen werden. Und na gut, jetzt kann man darüber streiten. Es haben bei Kneidigkeiten haben Deutsche gelb gekriegt, bei anderen, bei den gleichen Sachen Engländerin kein gelb, jada jada. Aber I don't care. So die Schiedsrichterleistung war nicht gut. Aber dieser Elfmeter, dieses Handspiel, das muss man sehen. Da gibt es keine, also zumindest mit den heutigen Regeln und mit der Technik des VARs muss das gesehen werden. Ja, ja, ja. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das ist so, dadurch, dass es ja diese Möglichkeit gibt und diese Sachen ja auch verwendet werden. Es ist ja nicht so, dass das einfach eine Entscheidung ist, so, heute benutze ich das Ding nicht. Sondern das ist halt da, das wird benutzt und fertig. Ja gut, warte, da möchte ich dich kurz aufklären, weil das stimmt nicht, das gibt es tatsächlich auch im DFB-Pokal, das ist erst am Halbfinale oder so. Also selbst der DFB macht ja unterschiedliche Regeln, was das angeht. Aber ja, das ist ein macht es dann sogar noch, genau, das macht ja, es dann noch schlimmer. Also selbst das macht es der DFB ja, weil, keine Ahnung, im Stadion von Tennis Borussia Berlin, die irgendwo in der 6. Liga spielen, gibt es halt nicht genug Kameras, dass man den VAR verwenden könnte. Ausrede, aber ne, selbst da gibt es ja Unterschiede. Aber das sind dann wieder so Punkte auch, wo ich dann sage, so, ja, warum macht man es denn überhaupt? Dann lass es doch weg, es hat doch auch so funktioniert. Ich meine, klar gab es immer fragwürdige Entscheidungen, aber das war dann einfach so, das war dann eine Entscheidung, die war dann für einen cool, für den anderen nicht und fertig. So gibt es immer Diskussionen, finde ich. Also dann heißt es immer, warum hat der nicht geguckt und warum hat denn hier? Und das ist doch sehr eindeutig. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell aufhört, diese Diskussion. Aber das ist natürlich auch immer noch ein großer Punkt, wenn es nicht klare Linien gibt. So, wenn es klare Linien gibt, ey, dann bin ich
auch der Meinung, hey, dann benutzt das Ding halt von mir aus. Aber dann weiß ich, dass Team A aus der und der Liga nicht benachteiligt, da wird, sage ich mal, aus der als der Mannschaft aus einer anderen Liga, weil die alle zur selben Bedingung da spielen. Und das ist halt eben jetzt nicht so der Fall. Ja gut, also das ist ja keine Diskussion gibt, das war ich zu bezweifeln, weil die gibt's immer. Die wird es immer geben. Nein, aber die gibt es auch ohne. Also die Diskussion gibt es ja, immer. Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, jetzt werden die Diskussionen nur schlimmer, weil das hat man da gesehen und das ist denn so und pipapo. Und vorher hätte man sagen können, okay, hat der Schiri vielleicht nicht gesehen. Pupp, erledigt. Ne? Also, der ist ja nicht erledigt. Das ist ja falsches Denken. Das stimmt ja nicht. Das ist ja de facto falsch. Warum ist es falsch? Du kannst es ja dann nicht anders betiteln. Wenn der Schiri es in dem Moment nicht gesehen hat, ohne diese Videobeweiskrams. Ja, aber das interessiert doch ja Menschen nicht. Es ist so vollkommen egal, ja. Es ist doch vollkommen egal. Aber jetzt egal. Ist doch die Diskussion doch trotzdem die, da. Ja, aber jetzt hast du ja auch Mittel, die normalerweise angesetzt werden. Übrigens denke ich, du wolltest morgen aufhören zu puffen, aber ein anderes Thema. Ja, ja. So viel zu schaffe ich garantiert. Ja, nee. Ach was. Hätte ich jetzt nicht gedacht nach dem Zug, den alle gehört haben. Ja, bitte. Das ist ja, also, keine Ahnung, weiß ich nicht, du bist jetzt 66 zu 22 sind 56 Jahre, bin ich schon richtig, ne, 56 Jahre. Wir reden nach 56 Jahren immer noch über das Wembley-Tor. Also, viele Entscheidungen, die du in irgendeiner Art und Weise sehen kannst, und sei es nur ein Fernsehbilder, werden immer diskutiert. Ja, na klar, ich habe ja gesagt, es wird immer Diskussionen geben. Ja, naja, gut, aber du hast die Diskussion bei Video Assistant Referee ein bisschen höher gesetzt. Und das sehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, da wird mehr rumdiskutiert dann. Es wird halt mehr über den VAR geheult, ja. Aber die Diskussionen sind doch immer die gleichen. Wenn die das im Fernsehen zeigen, weiß ich nicht, ich erinnere mich an das Spiel Borussia Dortmund gegen Malaga, Champions League, keine Ahnung, achte Halbfinale, I don't give a fucking damn shit, welches Finale das war, wo ich glaube zwei Abseits-Tore von Malaga geschossen wurden. Das haben jedes TV-Bild hat das gezeigt und da gab es den VAR noch nicht und da hat sich jeder drüber weil der Schiedsrichter so schlecht war, macht Dortmund genau die gleiche Scheiße mit eigentlich einem nicht gebenswürdigen Tor und kommt dadurch weiter. So, also da rede ich auch und die Malaga reden ja auch darüber. Also und da gibt's den VAR noch nicht. Und genauso wie die Dortmunder, wenn die Dortmunder rausgeflogen wären, was meinst du, die Bild und so, wie viel darüber geschrien haben, dass Malaga zwei Tore gemacht hat, die hätten nicht sehen dürfen. Also gut, aber Dortmund hat ja dann, ist ja durch die gleichen Fehler des Schiedsrichters weitergekommen und da war es dann egal. Also weiß ich nicht, die Diskussion, wie gesagt, Wembley-Tor 66 oder vor, wann war das, 10 Jahren oder was, das Tor, ich weiß noch nicht mal, welche Mannschaften das waren, wo der Ball durchs Außennetz ins Tor gegangen ist. So, deswegen sind neue Techniken gekommen. Also, wie gesagt, über sowas reden die Menschen nun mal. Ja, auf der anderen Seite finde ich auch so ein bisschen, dass das Ding den Spielfluss stört. Aber das ist nur so mein Empfinden. Weiß ich nicht. Also ich gebe mich natürlich auch damit zufrieden, dass es das Ding gibt. Ich meine, im Football hast du das ja auch, aber Football hat ja einen ganz anderen Pace zum Beispiel als Fußball. Weiß ich nicht. Ja. Ja, aber da muss ich widersprechen. Aber das ist eine falsche Diskussion. Sowieso. Da muss ich aber widersprechen, das finde ich gar nicht. Wenn du dir Football, tatsächlich finde ich, hat Football sogar noch mehr Pace. Gut, wenn man jetzt mal von Verletzungssachen weggeht. Aber du hast im Football immer 40 Sekunden, um anzugreifen. Ich schwör's dir, ich kann dir an einem Bundesliga-Spieltag mehr Spiele zeigen, wo diese 40 Sekunden bis zum Angriff oder halt dann bis zur Flagge und hast einen Foul in Anführungsstrichen begangen, einfach nur hin und her gespielt wird und nichts passiert als im Football. Ich glaube, Football ist tatsächlich das schnellere Spiel. Ich sehe das anders, aber okay. Wie gesagt, ist ja sowieso eine falsche Diskussion, weil es ja nicht darum geht, ob das legitim ist, das Gerät oder nicht. Es geht ja darum, die Entscheidung, die getroffen wurde und was UEFA daraus macht. Ich glaube, die UEFA da gar nichts so gesagt. Ja, nee, die lassen es ja anscheinend so stehen.
Aber da habe ich mich tatsächlich auch dann nicht schlau gemacht. Ja, aber wir wissen es, wir kennen es doch aus der Vergangenheit bisher. Konsequenzen, und das ist ja das, worauf du hinaus wolltest, ja, genau. Konsequenzen gibt es halt keine. Und das ist halt, da verdienen so viele Leute so viel Geld dran, an Leuten wie uns, die sich das auch angucken wollen, und. Und da passiert Scheiße und Konsequenzen gibt es einfach keine. Und das verstehe ich schon wieder nicht. Das ist so eine, hey, ja, auch wenn ein Fehler passiert ist, dann habt doch die Coronis, stellt euch hin, da ist ein Fehler passiert. Mein Gott, niemand ist perfekt. Niemand wird euch den Arsch aufreißen sofort. Aber dann sieht man wenigstens, ihr habt es verstanden und dann kann man gucken, ändert sich was. So wird es einfach hingenommen und dann, ja, Qualität kannst du woanders glauben. Ja, wobei ich finde, niemand hatte davon, hat ja was davon für dich, falschen Ansatz, weil und da jetzt, wie gesagt, ohne zu wissen, ob es machbar ist oder nicht, aber wenn halt Druck, weiß ich nicht, in bei Paris, im UEFA Champions League Finale in Paris waren es halt dann einmal das Land Frankreich, also der Verband Frankreich, dann mit Liverpool die FA, also der Verband in England, und mit Real Madrid der Verband in Spanien. Das sind alleine drei Verbände, die da sagen sollen, was macht ihr da für eine Scheiße? Meiner Meinung nach. Aber es passiert halt nicht. Und du hörst ja auch nichts mehr darüber. Du hörst ja nur noch von der UEFA maximal, ja, ist der Veranstalter für Schuld oder was weiß ich nicht. Und da finde ich halt, dass halt einfach, wie gesagt, dass der englische Verband jetzt nicht sagt, ey, das war aber ein Handspiel. Klar. Aber ja, ich glaube, werden die sich bedenken. Natürlich. Aber ich finde halt, dass die Verbände im Allgemeinen halt schon, weil das ist halt keine Qualität, die du zumindest im Final, in den K.O.-Spielen von den europäischen Wettbewerben oder der den europäischen Meisterschaften oder der Weltmeisterschaft, wobei das ist wieder die FIFA, aber bleiben wir bei Europa, bei den europäischen Meisterschaften haben willst. Und ich finde, da müssen dann, in welcher Form das auch geht, weiß ich nicht, Konsequenzen gezogen werden. Und wenn es nur es tut uns fürchterlich leid, da stellt sich dann, ich weiß nicht, wie der Chef der UEFA gerade heißt, hin, sagt, es tut mir fürchterlich leid, wir müssen daran arbeiten, wir haben die Fehler erkannt. Zumindest beruhigt das ja schon mal die Fans, weil da würden wir heute nicht darüber, da hätte ich das nie angesprochen. Ja, aber dadurch, dass halt gar nichts passiert, ist es einfach nur eine absolute Frechheit. Ja, das ist es ja. Das wird so als gegeben hingenommen oder was weiß ich, was dabei sich gedacht wird. Und das kann es halt einfach auch nicht sein. Der Totschwein wird sich dabei gedacht. Das ist halt die Devise, es wird halt totgeschwiegen. Und das kann es halt einfach auch nicht sein. Das ist, weiß ich nicht. Es soll ja auch einen gewissen Qualität soll ja da auch kundgetan werden. Du bezahlst dein Geld dafür und. Die Spieler wollen ein vernünftiges Spiel hinlegen. Plus, dass sie da auch ihr Geld dran verdienen und so. Und dann hast du so eine Mittel und dann geht was schief. Passiert, jetzt mal unabhängig davon, von der Situation, und dann hast du da jemanden, der die Mütze auf hat und der ist dann nicht in der Lage zu sagen, hey, Scheiße passiert, tut uns leid. Nicht mal diese kleine Geste. So. Ist schon irgendwie so ein Ding für sich. Ja, genau, also nicht mal die Geste. Ich meine, ich werde jetzt bei Gott nicht den Fußball und wie der Fußball funktioniert ändern. Darum geht's mir auch gar nicht. Aber es ist halt, weil es halt auch so klar war und weil halt auch so viel passiert ist in der letzten Zeit. Ich habe die Beispiele genannt, ich werde es jetzt nicht wiederholen. Ja. Es muss halt meiner Meinung nach schleunigst was von den Verbänden getan werden. Weil ja, vor allem es ist ja eine Sache, wenn du eine Streitsituation hast, die wirklich schwierig zu sehen war oder zu sehen ist, wo du sagen kannst, ja, so, wo viele Meinungen gibt, oder eine Situation herrscht, wo es sogar einem Blinden auffällt, wo es sehr eindeutig ist. So, das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. So, und wir reden ja dann nicht über so Sachen wie, oh, das konnte man jetzt schwer sehen. Den Schuh kann man keinen anziehen. Aber das ist so eine eindeutige Geschichte, wo man dann schon wieder sich auch fragen muss, vor allem wenn man das Spiel dann dazu sieht und du ja schon selber erklärt hast, dass es auch ein bisschen schwierig da
gepfiffen wurde und so schon vorangegangen. Dann fragt man sich dann so, lag das jetzt daran, weil der Schiedsrichter oder sie halt in dem Fall unangebracht war und warum auch immer? Oder hatte sie da andere Bedenken, Präferenzen, was auch immer? Und sowas wird ja gar nicht aufgearbeitet dadurch. Also das wird dann so stehen gelassen. Ja, nee, ich finde halt, und jetzt muss man, wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich habe die deutsche Brille nicht, aber das ist mir vollkommen egal. Aber die hat halt schon extrem gegen Deutschland gepfiffen. Auch so Nicklichkeit mit gelbe Karten und was weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, hätte einer geschrien, oder hätte der ARD-Reporter gesagt, das ist Betrug, ich hätte da gesessen und sondern gesagt, ja. Weil das so schlecht war und dann, wie gesagt, gegen die andere Mannschaft, die nicht England hieß, gut, war in dem Fall Deutschland, ne? Ich bin, ja, ich versuche mich halt da raus, weil es ist mir wirklich egal, aber ich versuche mich da rauszunehmen, dass ich da eine deutsche Brille auf habe. Aber es war halt wirklich zum Teil sehr parteiisch England gegenüber. Und da muss man sich halt dann auch fragen oder beziehungsweise nicht wundern, dass halt, gut, jetzt die vier Buchstaben in Deutschland ist halt schwierig, aber die sagt, das ist halt Betrug gewesen. Und ja, ehrlicherweise bin ich dabei, weil so schlecht, es war so schlecht. Mit dann noch dem Elfmeter oder dem nicht gegebenen Handspiel ist halt ja, weißt du, absolut schwierig. Was ich dabei aber auch noch kritisieren muss, ist, wenn jetzt die Thematik mit dem Elfmeter nicht so hoch gekommen wäre, wären auch wieder keine Konsequenzen oder Kritik oder so gehagelt gekommen für das generelle Pfeifen der Schiedsrichterin. So, wenn ich mir anhöre, dass es schon relativ parteiisch war, zumindest sah es so aus, sagen wir mal. Wie gesagt, ich habe es ja selber nicht gesehen. Und wenn ich das dann höre, und ich weiß ganz genau, wenn dieser Punkt mit dem Elfmeter nicht oder mit dem Handspiel gekommen wäre, dann wäre das wieder so hingenommen worden. Und das ist ja nicht nur bei den Frauen so oder bei kleineren Spielen so oder was weiß ich, sondern es zieht sich ja wie so ein roter Faden ja generell durch Fußball, dass du so oft Schiedsrichter hast, wo ich weiß noch, da habe ich mal ein Spiel von Italien gesehen, da habe ich auch da gesessen, ey, der hat richtig, ich glaube Italien gegen Argentinien irgendwie sowas, ja, und dann der hat richtig was gegen Argentinien gehabt. So gefühlt, ja, aber das, natürlich in dem Moment wurde darüber viel diskutiert, aber dann war das Spiel vorbei, dann war auch die Thematik wieder erledigt, wo ich mir dann so denke, müsste man sich dann nicht genau sowas mal angucken und um rauszufiltern, ist das jetzt ein Qualitätsthema gewesen oder was für einen Anspruch hatte da der Schiedsrichter vielleicht selber oder so, das kann ja nicht sein, dass jemand, der neutral sein soll, dann halt eben irgendwie doch parteiisch ist, sag ich mal. Oder so zumindest das Gefühl gibt. Ja, naja, das ist halt das Problem bei internationalen Spielen, kommen halt, ich weiß gar nicht, ob es so die Teilnehmerländer sind oder theoretisch von jeder Top-10-Liga oder so, Top-10-Verband, kommen halt, werden halt Schiedsrichter berufen. Und ja, da muss man, und man muss ja auf jeden Fall, zumindest war es lange so, dass England zum Beispiel wurde sehr hart gepfiffen. Das heißt, ein Einschief, wo du hier vielleicht sogar gelb für gesehen hast, wurde in England eine ganze Zeit lang gar nicht gepfiffen oder ist es zum Teil immer noch so, was natürlich andere Linien ist. Ja, die Unterschiede von den Ländern sind dann genau, und wenn halt dann Deutschland gegen Frankreich spielt oder Frankreich-Italien und der englische Schiedsrichter, der ein härteres Spiel normalerweise spielen lässt, mag halt jetzt Italien ein bisschen weniger, naja, dann ist es halt auch relativ einfach an der Grenze der eh schon vielleicht ein bisschen übertriebenen Härte, eher für Frankreich zu pfeifen. Und da ist halt dann vielleicht die andere Frage, ob für internationale Spiele, ob es jetzt internationale Nationalmannschaften sind oder internationale Spiele in Form von Clubmannschaften, die UEFA oder die FIFA nicht eigene Schiedsrichter braucht, die nicht ländlich in Ländern pfeifen, sondern nur solche Turniere pfeifen.
Wobei da ist dann wieder die Frage, funktioniert das, weil du so viele gar nicht hast? Haben die den Spielrhythmus? Kommen die rein? Funktioniert das? Geht das? I don't know. Aber ja, die Frage ist berechtigt. Weil wie gesagt, ich finde, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Wenn du einen englischen Schiedsrichter hast, der, keine Ahnung, der FC Liverpool wurde von Paris Saint-Germain geschlagen und deswegen mag er Frankreich nicht so gerne. Ja gut, dann fällt der Franzose halt mal hin und kriegt dann kriegt der Italiener vielleicht mal kein Gelb. So. Also ja, natürlich gibt es das. Auf der anderen Seite muss man ihnen ja natürlich auch immer den Benefit of the Doubt geben, dass sie halt das eben nicht machen, aber sie sind ja auch nur Menschen. Ja, ist halt schwierig. Und dann fließt ja auch viel mit rein, wenn der einen scheiß Dach hatte oder sowas. Ja, das kann ja auch ein Punkt sein. Das sind so, da stelle ich mir auch immer die Frage, sollte vielleicht der Schiedsrichter weder zum einen Land noch zum anderen gehören, wo er pfeift? Naja, das tut's ja auch noch. Oder? Aber manchmal habe ich schon erlebt, dass bei Final und so ist. Bei Testspielen und so, ja, vielleicht. Aber es ist, normalerweise ist es immer so, dass sie, keine Ahnung, da spielt dann Liverpool gegen, was habe ich gerade gesagt, Paris und da pfeift dann, keine Ahnung, Spanier oder so. Ja. Oder ein Deutscher. Aber ich muss auch ehrlicherweise gestehen, wenn ich Fußballspiele mir angeguckt habe, hat mich das erst interessiert mit dem Schiedsrichter, wenn ich so eine Diskrepanzen gemerkt habe. Wenn der vernünftig gepfiffen hat, war mir scheißegal, wo der hergekommen ist. Ja, gut, aber das ist halt auch ein großes Problem, ja. Ne? Weil es sich halt sonst nicht interessiert. Warum auch? Ja, richtig. Ist schon ein Thema für sich, das Ganze. Ich habe auch ganz oft dann die Frage gehört, haben jetzt die Engländer verdient gewonnen oder die Deutschen verdient verloren und pipapo, wo ich mir dann auch dachte, ja gut, das kannst du so per se gar nicht sagen. Das ist, weil du ja nicht weißt, was wäre, wenn. Du kannst ja nur das nehmen, was du hast. Und dementsprechend hat England gewonnen und fertig. Naja, also, das stimmt ja nicht. Die Frage, die du gestellt hast, ist ja Fußball relativ einfach zu beantworten mit Statistiken. Und ja, da siehst und du siehst anhand der Statistik schon, wer die bessere Mannschaft ist, und da kannst du schon sagen, ja, aber in dem Spiel anscheinend nicht. Jetzt mal von dem Handspiel abgesehen. Kenn ich Statistiken, das. Warte mal, guck ich mal. Kann ja gut, aber mal jetzt mal im Ernst, Retalk jetzt. Wenn die deutsche Frauenmannschaft jedes Spiel voll dominiert hat und im letzten Spiel halt eben voll nicht... Voll dominiert. Ja, ich sag jetzt mal so, das ist nur ein Beispiel. Und im letzten Spiel verlieren sie. Und dadurch geht ihnen die Meisterschaft flöten. Ist das jetzt verdient? Vielleicht nicht. Aber Ergebnis zählt ja trotzdem. Wenn sie dem Spiel scheiße waren, ist es trotzdem verdient. Das ist so, weiß ich nicht. Sie haben verdient verloren dann für das Spiel, was sie vielleicht hingelegt haben. So ja, nee, aber darauf musst du es ja beziehen. Du kannst es ja nicht auf alles beziehen. Ja, aber wenn du eine Statistik nur du benimmst ja die Statistik des Spiels. Aber wenn du es so siehst, hat zum Beispiel die Europameisterschaft hätte gar keinen Sieger verdient, weil England und Deutschland gleich gut waren. Das Spiel ist ja nicht umsonst in die Verlängerung gegangen. Also wenn du da, du musst ja schon dich darauf beschränken und die Statistik des Spiels nehmen. Aber also was ich meine ist, hat nicht immer der es verdient, der auch gewonnen hat, sag ich mal. Ja, nee, eben nicht. Zum Beispiel, deswegen hat er doch aber gewonnen, ne? Naja, du kannst ja auch mit Glück gewinnen. Jede Sportart hat ja gehört auch dazu. Ja, nee, aber Glück ist ja nicht messbar. Und das, was messbar ist, danach kannst du ja beurteilen, ob es verdient war oder nicht. Ja, auf der anderen Seite finde ich sowieso die Frage immer kacke, weil ich mir so denke, so, ja, was hast du davon? Wenn es unverdient gewesen ist, ja, dann war es das vielleicht, aber gewonnen bleibt gewonnen, so. Weiß ich nicht. Naja, gut, aber das ist ja auch der Moral. Also, da gibt's ja, das ist ja dann auch wieder, der wird sich ja dann auch, ganz blöd gesagt, dahin drauf gewichst, weil das ist ja dann auch wieder pures Moral-Ding so. Ja, wir waren die bessere Mannschaft, uns fehlt nur das Glück oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Champions League-Finale, jetzt mal ernst, nur, ich sag dir nicht, habe ich dir schon gesagt, weiß ich nicht. ich weiß, ey, ich so viel über Fußball gerade. Liverpool Real Madrid Champions League-Finale. So, jetzt, ich sag nur 3-4 Statistiken, du sagst mir, wer deiner Meinung nach verdient hat zu gewinnen, okay? Okay. Liverpool, Real, das erste ist immer Liverpool. 24 ja. zu 4 Torschüsse für Liverpool. Okay. Fehlpässe. 68 zu 89. Also Liverpool hat 68 Fehlpässe. Ballbesitz Liverpool 54%.
Ja, das war fast klar bei den Torschützen. Ja, naja, gut. Ecken ist vielleicht noch wichtig. 6 Ecken Liverpool, 2 Ecken Real Madrid. Wer hat gewonnen, deiner Meinung nach? Eigentlich oder nein, die Frage war... Verdient hätte es in Liverpool. Genau, soll ich sagen, wer ganz glücklich 1-0 gewonnen hat? Ja, mit allem der, genau, mit allem der 4 Torschüsse. Und das Spiel, ich habe das Spiel live gesehen, das hat Real Madrid mit 1 Tor, das war so ein Glückstreffer. Ja, und hätte wenn das ein bisschen schlechterer Torhüter gewesen wäre, der hätte Liverpool das mit 6-1 gewonnen oder 6-0. Aber Real Madrid hat gewonnen, haben sich feiern lassen, das ist gut. Ja. No. Aber ne, wie gesagt, Statistiken, ich finde... Deswegen finde ich immer ja. Statistik so schwierig. Ja, naja gut, aber du kannst ja schon sagen, dass Liverpool, und das habe ich ja auch gesehen, wie gesagt, Liverpool war die bessere Mannschaft. Die waren stärker, definitiv, wenn du genau. die Zahlen anhörst, ja, dann kannst du ja gar nicht wegdiskutieren. Schon alleine die Torschüsse und die Fehlpässe zeigen ja schon viel. Und damit einhergehen natürlich auch der Ballbesitz, ja, das ist... ja, und dass die dann natürlich deutlich mehr Ecken haben, wenn sie auch viel mehr Torschüsse haben, ist auch klar, also... Ja. So, also da war eine Mannschaft deutlich besser. Und wie gesagt, England, Deutschland. Aber da hat halt das ist etwas gefehlt. Ne? So, ja, genau, da hat es etwas gefehlt. Aber die bessere Mannschaft war trotzdem, wie gesagt, auch von jemandem, der es gesehen hat, Real Madrid. So. Liverpool. So. Aber das ist halt eben so das ist how that game works. So, natürlich funktioniert es so. Ich wollte nur damit klarstellen, dass du schon sehen kannst, dass nicht die bessere Mannschaft gewinnt. Ja, aber es ist halt eben. Moralisches Ding, wie du schon sagst. So, darauf kannst du dir am Ende nur einen hobeln. Es ist halt pures Kopfding. Und ja, also der Trainer von Liverpool, Jürgen Klopp, hat halt auch gesagt, ey, was sollen wir denn? Wir sind, keine Ahnung, mit Punkterekord Zweiter geworden oder was weiß ich nicht. Und die haben, glaube ich, nur 2 Spiele verloren oder so in der ganzen Liga und sind trotzdem nur Zweiter geworden, das musst du dir mal vorstellen. Ja, sind dann in der Champions League, wo sie das dominantere, bessere Team waren, haben sie es verloren. Und Jürgen Klopp stand da strahlend und meinte, ey, was soll ich hier sagen? Wir sind so gut und alles ja. drum und dran und so. Da kannst du mir auch gar nichts mehr zu sagen. Naja, genau. Aber trotzdem, du hast gerade was verloren und hast dann auch den Titel nicht gewonnen und so. Und das ist halt dann pure Mentalität. Weil wenn man es genau nimmt, muss man klipp und klar sagen, Jungs, eigentlich habt ihr absolut scheiße gespielt, also nicht absolut scheiße gespielt, aber ihr wart halt kacke, weil ihr von 24 Schüssen nicht ein einziges Tor reingekriegt habt. Ja, das kann man also, so auch sagen, ja. Genau. Das ist halt pures mentales Ding, so. Oder der Torwart war halt strong. Ja, gut, aber ja, er war schon extrem gut, aber eigentlich da muss man ja auch sagen, es fällt ja eigentlich immer mal ein Tor rein, aber es ist halt nicht. Ja, es kommt halt auch drauf an, wie geschossen wurde. Wenn du weißt ja nicht, wie viele Bälle da an der Latte oder drüber gegangen. Ja, doch, weiß ich schon, weil ich das jetzt gesehen habe. Ja, du hast es ja, ne, weiß ich ja nicht, ja klar. Das sind ja auch nochmal, also da kommen ja so viele Faktoren zu, aber ich muss wirklich sagen, der Klopp macht halt da auch einen super Job, also. Das ja sowieso, aber ja, und natürlich gibt es ja auch andere Spieler, wo andere Spiele, zum Beispiel England, Deutschland im EM-Finale, war halt nicht so. So, das war halt komplett ausgeglichen. Da hätte ich nicht gesagt, da war irgendjemand besser, auch vom Sehen her. Ich habe immer mal so einen Blick auf so einen Live-Ticker gehabt zwischendurch und da habe ich dann gesehen, oh, das zieht sich aber 0-0 und habe dann auch mal so gelesen, ja, hier sehr ausgeglichen, pipapo. Also das habe ich auch mitgekriegt, dass das wohl sehr, sehr ausgeglichen abgelaufen ist. Ja. Ist halt, Tatsache muss man sagen, wer weiß, was passiert wäre, wenn vernünftig mit dem Handspiel umgegangen wäre. Das ist halt so eine Sache. Aber ist es halt eben nicht. Ne? Ist trotzdem verwerflich. Also diese ganze Thematik ist schon wieder... Da habe ich auch nur mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gehört habe. Ja, naja, das ist es halt. Aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ich will gar nicht die ganze Zeit nur über Fußball reden. Ja, okay. ja, und du kannst gerne noch was dazu sagen. So, jetzt trotzdem, kommt das nächste Thema. Ich will trotzdem zum Ende des Fußballthemas kommen, weil wir werden den... Ich fand's mal spannend, wir reden so selten über Fußball. Ja, im Prinzip haben wir ja nicht über Fußball gesprochen, sondern über die Scheiße, die passiert ist, aber ja. Trotzdem Thema Fußball. Ja, gut, mehr oder weniger schon, ja. Bleibt uns treu, bis dahin, wir sind cool.